Oha, Comet Cave. Ja, da werden wir wieder in der Höhle. Wir kommen zurück. Neuer Part. Und Aurelium mit dem Zwergenfürst. Und hier mit unserem Rivalen, den wir uns herschleppen. Na dann, weiter geht's durch die Höhle. Versuchen wir zu überleben. Okay, da ist ein bisschen gesprungen. Ja. Zum Glück werden wir nach jedem Kampf, nach jedem wilden Kampf von Theo, so heißt er glaube ich noch, wenn ich mich richtig dran erinnere, aus dem letzten Part. Ja. Die Theo hält ja unser Pokémon nach jedem Kampf. Tja, daher gar kein Problem. Reset. So, na dann. Wilde Pokémon greifen an. Der Gegner hat auch ein Takio. Aha, und nicht mein Takio. Ein Photok. Es ist ein Photok. Sehr gut, das war natürlich gerade ein neues Level für einen Takio 2. Heißt Takio 2 oder Takio 1. Ja, das war ein anderes Pokémon, was wir auf die Box gemacht haben. Für die Leute, die jetzt erst Angel und die ersten paar Parts, ersten 11 Parts verpasst haben. Bitte nachholen. Das sind tolle Parts. Gut, das haben wir gleich. Reset. Naja, das ist Reset hier auf Tier auf Autobahnreich. Das ist nicht so mein Liebster, aber. Ja, und. Passt schon. Fund. Photok besiegt. Sehr gut. Ein paar Erfahrungspunkte. Und das Team, das müssen wir anschauen. Wen müssen wir denn nach vorne setzen? Ninlein muss nach vorne. Switch, die muss mal kämpfen. Die brauchen noch ein paar Levels. Ansonsten ist das Team eigentlich ziemlich ausgeglichen. Das sieht schön aus. Es ist sehr gut ausgeglichen. So muss es eigentlich sein. Danger. Aha, da müssen wir rein. Da müssen wir hin. Ein Loch, vor dem Danger drauf steht. Das ist, ja. Da müssen wir unbedingt rein. Defensive Cool. Nee, lass mal. Spark. Was? Kein Effekt. Aber Photok sollte es doch einen Effekt haben, oder was? Was ist hier los? So. Drosart besiegt. Heiz durch Ninlein. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Spark. Na komm. Attacke Mist. Das gibt's doch nicht. Das ist doch hier. Das kann auch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr, Steiner. Spark. Na komm. Das muss doch super effektiv sein. Sehr gut. Photok besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte für Ninlein. Sehr gut. Und weiter geht's. Hier hinunter. Zwei von 1 HP. Ab. Aha. Ein Schild mit Danger drauf. Da müssen wir unbedingt runter. Wenn der Danger drauf steht, da müssen wir ja erst recht. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert, wie Danger das denn hier ist. Komet und Dancebox. Oh ja, noch mal ein bisschen Training. Spark. Mal schauen, wie viel das wird. Nicht schlecht. Ich greife immer zufällig an, oder? Ich konnte mir bisher keinen auswählen, also im Doppelkampf. Normalerweise kann man sich das einfach mal auswählen. Dass man angreift. Ich greife hier zufällig das Pokémon, was auf meiner Seite steht. Ganz bestimmt das, was auf meiner Seite steht, oder? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht. Das soll mir recht sein. Hauptsache weg von der Erfahrungspunkte. Hauptsache weg von der gerockt. Gesparkt.
Rüstung. Elektrifiziert. Na komm, dann war es besiegt. Aber die zwei wilden Pokémon wieder gezwungen. Vielleicht gibt es ein neues Level. Gut, immer auf dem Weg bleiben. Ich würde sagen, so viel haben wir noch nicht. Können wir noch nicht. X. Da wir auch gleich wieder geheilt werden, können wir jetzt hier ewig oft unsere Attacken auch verschwinden. Die AP werden gleich wieder aufgefüllt. Das ist wirklich gut. Da werden wir hier nicht, werden wir nicht zu Tode kommen. Das ist das perfekte Training eigentlich. Mit dem, Kollegen hier dabei. Jetzt sind die Wahlen der Stimmen fällt. Eigentlich nicht schlecht. So. Komite. Ich glaube, so wird's ausgesprochen. Komite heißt das Pokémon. So, ich würde mal Quick Attack ausprobieren. Oder so. Tackle. Warten. Na komm. Angriff. Okay. Er lebt noch. Dein lebt noch. Level 15. Sein Eis. Zack. Quick Attack. So. Besiegt. Großartig. Und weiter geht's. Links oder rechts? Ich nehme rechts. Rechts ist immer. Ist immer gut bei Höhlen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit rauszukommen. Mann, ja, da müssen wir jetzt nicht kämpfen. Can't escape, ach verdammt. Und diese Defensivkurve. Versuchen wir das mal. Aha, das ist eine defensive Attacke. Jetzt gedacht. Wie das erwartet. Oh weia. Ach ja, nur 10 KP. Ein bisschen mehr als 10 KP. Aha, fast 20. Kann ich zählen. Ja. Ist mit Zahlen bei mir nicht so. So. Zack. Da kommt ein Sieben, wo ich halt mal uns nicht fliehen lässt. Ist auch nicht das Problem. Ist halt, ja. Ist halt Erfahrungspunkt für mich, neue Levels. Auch nicht schlecht. Und das ist auch ein ganz gutes Pokémon. Nein, ist ein gutes Pokémon, ja. Hat, so wie ich herausgefunden habe, keine Weiterentwicklung, was sehr schade ist, aber ja. Kann man trotzdem sehr gut mitkämpfen. Ach, was eine Sackgasse. Das ist ein Scheiß. Komm mal jetzt. Das könnte man theoretisch mal fangen. Halt. Hat kein männlich und weiblich da stehen. Das Pokémon zu sein, könnte man eventuell gebrauchen. Aber im Zweierteam können wir die sowieso nicht fangen, oder? Wenn sie zwei unterwegs sind, ist das ein legendäres Pokémon, Skite. Tja. Allein dürfen wir ja sowieso nicht lang. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht dürfen wir als Champion später nochmal. Allein durch. Und dann sind trotzdem noch Doppelkämpfer und bringt uns nichts. Ein Great Owl gefunden. Das finde ich aber großartig. Das finde ich aber great. So, geht's hier jetzt weiter? Was zum Henker? Yes, something up hurt. Why don't you go and see? Was ist denn da? Okay, ein Tonomio und ein Grossart. Beide heimlich. One. Can't escape. Ach, verdammt. Das muss ich halt besiegen. Das dauert halt immer länger. Daher. Ja gut. Erfahrungspunkt für mich. Wenn ihr mich schon nicht fliehen wollt. Fliehen lassen wollt. Tja. Davon.
paralysiert und fast besiegt. Jetzt, ja, ich würde gerade sagen, jetzt ganz besiegt, aber wenn das Ganze mal angehen muss. So, zack, jetzt aber besiegt. Level 16, großartig. Was denn das? That chimer was nothing. We finally made it to the end. Was denn? Was passiert hier? Haust ab oder was? Oh, schreck. Theo ist im Berg gefangen. Oh nein. Das Fight. Ein legendäres Terrorlord kommt hier raus. Ein legendäres ist es nicht, aber. Ja, jetzt sind wir alleine. Ja, dürfte kein Problem sein, nur Level 22. Das ist hier gar nicht die Ursache. Und Effekt. Ja, gut. Dann halt Quick Attack. Hat uns was angegriffen. Aus dem Nichts kommt diese zweiköpfige Terminator hervor. Das scheint aber die Weiterentwicklung von diesem Schlangentyp zu sein, was ich nicht mehr im Team habe. Das glaube ich. Das glaube ich nie in deinem war, nie in deinem 1. Das nächste Pokémon. Jules, das werden wir besiegen. Was könnte effektiv sein? Ich glaube, Molly könnte effektiv sein. Die Terrorlord. Jetzt alle nur Level 16. Ja gut. Wir versuchen es. Das kriegen wir doch hin. Ja gut, die Attack war jetzt nicht so mega stark. Müssen wir noch herausfinden, was hier stark ist. Wir gehen. Wir werden es schon irgendwie besiegen. Mit dem ganzen Team kriegen wir das hin. Gar keine Ursache. Es ist doch hier keine Hürde für uns. Wir haben schon zwei Arenen geschafft. Da kriegen wir das wilde Pokémon jetzt hier auch noch hin. Das ist ja jetzt hier nicht. Das ist ja jetzt hier nicht Mewtwo aus Pokémon. Let's go Evoli. Das ist ja ganz cool. Ja. Das kriegen wir schon gebacken. Keine Ursache. So, siehst du schon im Game-Bereich. Das haben wir gleich. So, Molly ist geschwächt. Molly hat tapfer gekämpft. Slash. Mist, ja doch Slash. Zunächst ist Pokémon. Markus. Da kämpfst du mal. Los, Markus. Rock Smash. Vielleicht könnte das hier was bringen. Magnitude. Okay, Rock Smash. Ich dachte mir, das könnte effektiver sein. Headbutt. Na komm, Markus, du schaffst das. Nice. Markus hat's geschafft. Level 17 für Markus. Ah, okay. Ende der Attacke. Nee, vergiss es. So, besiegt. Weiter geht's. Du hältst uns nicht auf. Ich hab ja. What happened to all the Pokémon that were going berserk? They crawled down. What? You fought a talent. Those are really dangerous. That's when have been the problem. When a talent two hands fight with each other, it's winds up. Other Pokemon in the area. Thanks for bringing peace in the cave. Again, no retrainers can get to without fear. Ah, okay, jetzt haben wir die Doppel-Pokémon vertrieben. Dadurch, dass wir das Doppelkopf-Pokémon besiegt haben, sind die Pokémon jetzt nicht mehr so angriffslustig und kommen zumindest nicht mehr in Gruppen unterwegs. Sind nicht mehr in Gruppen unterwegs. Kommt Cave. Jetzt sind wir raus aus der Höhle. Weiter geht's mal und raus. Jetzt könnten wir uns noch ein paar Pokémon in der Höhle fangen, weil die jetzt einzeln unterwegs sind, aber ja gut. Ein paar schauen. Ich glaube, das fange ich mir mal. Das wird dann sofort in den Box gemacht, weil wir haben keinen Teamplatz mehr frei. Aber ich hab's auch nicht vor, uns Team mitzunehmen. So, Ring Attack.
Na komm, hab ich ein Bällchen gebraucht. Shoot, wer von euch den Ball? Oder was? Pokéballs. Na komm, los geht's. Los, Bar schauen. 1, 2, 3. Nice, dich haben wir noch nicht gefangen. Sehr gut. Schauen, was kommt. Harthorn Pokémon. It's wool is priced as a fiber for extra marked clothing. However, it's much harder to raise that. It's docile cousin. Seine Wolle wird für Kleidung verwendet und es selbst hat verspeist, ja. Nein, kein Spitzname. Auf die Box mit dir. Gut. Ich hätte mal was ganz Attraktives finden, was wir mit ins Team nehmen wollen, dann können wir das machen. Aber erstmal werden sie auf die Box geschickt. Erstmal haben wir 6 voll. It's soft and loamy to implant a berry. Yes. Nibiru-Pflanzen. Was lassen wir denn hier? Paralyse wäre. Eine Konfusion wäre, das lassen wir rein. Ja, genau. Sehr gut. Berry gepflanzt. Sehr hübsch. Hier gibt's ein Item. Revive. Okay, wir hätten eigentlich auch Schutz in der Höhle einsetzen können. Ja, toll. Ein Gegner. Trainer. If you ask me, this is the prettiest root in Tandor. Ich frag dich aber nicht. Ich hab dich nicht gefragt. Camp Alphonse. Marie. Okay. Guten Nacken, das schaffst du. Fick jetzt weg. Da kommt keine Ursache mehr für uns. Wenn 16 gucken, ich bitte dich. Nächste Arena müssen wir mal wieder ein bisschen trainieren, aber ja, es ist jetzt hier. Na gut, jetzt ist Oten schon wieder besiegt, aber gut, wir haben ja ein intaktes Team. Halbwegs. Puppi, der hat heute noch gar nicht gekämpft. Den können wir mal ins Team schicken, ins Kampf schicken. Ja, Kratzer. Na komm. Analysiert. Mensch, Pumpi, was ist denn los hier? Ja, komm. Na komm, greif an. Ja, Kater. Hätte ich mir besser vorgestellt. Krieg ja zack. Na komm. Zack. Mach's alle. So, das Pokémon besiegt. Jetzt kommt noch das nächste. Nein, ich will das Pokémon nicht switchen. Was? Nee, das ist leider besiegt. Das können wir nicht einwechseln. So, ich kann vielleicht ein paar Schauen. Erkratzer. Was machen wir das? Na komm, durchhalten. Oh, sehr gut. Das hat was gemacht. Neues Level Pumpi. Sehr nice. Oh, Pumpi entwickelt sich. Na, großartig. Was wird aus Pumpi? Ui! Sieht nicht schlecht aus. Congratulations! Your Pumpi evolved into Avedan. Sehr großartig. So, Watchfire Town. Wo geht's hinang? Zu weiteren Trainern. Ja, ich will erstmal in die Stadt. Können wir hier trainieren auf der Route? Erstmal wollen wir hier das Pokémon-Zentrum mal die Stadt erkunden. Hey Zweigi, good evening. This is Sir Goldcorn. How are you? Pokémon doing? I always keep my weekends in top shape by going to Pokémon Centers. Hey, listen, I almost called Gibraltar the other day. Oh, it was so close to... Klick. Okay, das war ein Anruf oder was? Sie direkt in der Tür.
Wenn wir hier überfallen beim Reingehen in die Stadt. Hallöchen. Student Tando was formed by two of campus. Domains no, but the regional championship takes place on one of them. Okay. I've lived in Woodfeld Home since I was a little girl. The mountains are worth to life and true, but I'm hale and helpful as any young lass of you. Okay. Das ist das Pokémon Center, da müssen wir rein. Welcome to Warfare. Watch for falling boulders. Aha, Moment. Nehmen wir hier mal Pokémon Team heilen. Sehr gut. Das ist so, Pokémon Team ist geheilt. Können wir wieder kämpfen gehen? Natürlich regnet's. Wir gehen ins Pokémon Center. Also, es ist schönes Wetter. Wir gehen ins Pokémon Center rein. Wir kommen da raus und es regnet. Natürlich. So, Pumpi und Markus können hier mal ans Ende des Teams. Kann das Team mal zusammengewürfelt werden. Switch. Ich entschuldige mich übrigens dafür, dass ich in der Box hier, also in den Kacheln, wo die Pokémon abgebildet sind, dass ich da nicht die Pokémon wechsle. Also die haben eine bestimmte Reihenfolge und wenn ich die Pokémon Team in der Reihenfolge ändere, dann werden die nicht in den Kacheln geändert. Also ich ändere das, ich animiere das da so schön, dass die da, also animieren ist das nicht, aber ja, ich mache das im Schnitt, dass die da drin sind und dass die da, dass für ein neues Teammitglied reinkommt, dass das alte dann auch sehr aufwendig da rausfliegt. Aber ja, jetzt habe ich den nicht vorgelesen, egal, müssen wir nicht. Ihr könnt jetzt lesen. Ja. Das wäre mir zu aufwendig. Jetzt mal. Ich verändere mehrfach in einem Part. Also sehr, sehr oft verändere ich die Ränge der Pokémon. Also das Switchen, das Tauschen der Pokémon im Team. Das passiert so häufig. Das will ich jetzt nicht haben, weil ich im Bestand nicht die Arbeit noch haben. Das könnt ihr vergessen. Da, tipp auf! I wanna be inspired when I grow up. Aber 1,65 ist nicht groß. Was sagte sie? My son is obsessed with superhero comics and movies. It's always good to have a hero to admire. Gut. Pup. Gut, ein Bett. Kann ich mich nicht reinlegen. Sehr schade. Das ist so. Na dann. Was gibt's hier noch so? In der Stadt steht ein Einkaufszentrum. Haben wir eigentlich noch genug dabei, oder? Guck mal, da haben wir auf jeden Fall noch nichts dabei. Wie sieht's aus bei Trinken? Super Potion. Ja gut. Wissen, was könnte man noch gebrauchen? Holen wir uns mal was ab. So, Pokéball haben wir noch. Nein, haben wir. Den 10. Red Ball, da war auch noch 6. Ja, muss jetzt nicht sein. Super Potion, davon nehmen wir uns ein paar mit. So hier, da haben wir erstmal 10. So, jetzt haben wir das Geld verpulvert. Wir kaufen halt noch ein, jetzt das Geld alle. Haben wir jetzt 16 Super Potions. Verpulvern das im Kampf und in den Arenen. When I was young, I lived in the big city. Now just like in the quiet countryside. Okay. Was haben wir hier? Oh, ein volles Haus. I'm playing with my brother. Don't interrupt. Two skits and German video games when I was kids. We played outside in the dirt and we liked it. Ja, gut. Die liken es halt, wenn sie
Videospiele spielen können. Jede Generation was anderes. Ein Training, mein Pokémon on my game. Ein Training, mein Pokémon on my game. I'm gonna beat my sister it's someday. Okay. Eine Videospielkonsole. Die Jung. A for One. Think order Pokémon Let's Nonsense. It's corrupting my children. Die Videospiele. Die macht die Kinder aggressiv. Das Thema hat man schon öfters. I'm worried about my sister. She's a little too friendly with strangers. Are you a trainer? Do you have Pokeballs filled with Pokemon? Yes, of course. Hello, I'm a Pokemaniac. I'm looking for Pokemon. In particular, I just can't remember what it was called. If you can help, I may give you a reward. It was a sort of fat yellow snake. What was it? Fat yellow snake? Ja, ich weiß, was du meinst, aber habe ich keinen Sinn für. Tut mir leid. No, I don't think that's what I'm looking for. Das müssen wir erst holen. Und dann halt irgendwas für kriegen. Ja, muss jetzt nicht. Das wäre die. Das wäre das Schlangen-Pokémon, was war. Ja, das ist. Ich weiß, was er meint. Ich hab's halt gerade nicht im Team. Ich hab keinen Bock, das ins Team zu packen. Nur um dorthin zu gehen und ihm es zu zeigen. The Thunder Rangers work tirelessly to protect the environment and citizens of this region. In Oten. Oten. Oh. Make sure to always remember where you came from, no matter how far away from home you get. Na gut, haben wir jetzt gleich die ganze Stadt umgezogen. So. Hey, are you Pokémon Trainer? Sweet. Listen, would you be interested in trades? I'm looking for a tofu rank. If you have ones, I'll trade you my Parachi for it. Tofu rank? Ich weiß nicht. Habe ich sowas? Ich glaube nein. I don't think that's tofu rank, wait. Irgendwie so. So, da geht's schon auf die nächste Route oder was? Ach du Schreck. Zwecki! I'm unexpected. It's good to see you, mate, but unfortunately, now isn't the best time. There's been an emergency at Cypress Labs. We are all each level from the students, so I went out to here and see something. Actually, when I interviewed you now, might have been the lucky break we need. I can't explain you. How about come back with me to the lab? I'll introduce you to Pokemon Suppress and she'll give you the lowdown and what's happened. Follow me. Was zurück nach Indie ist. Aber nicht in das. In der Anfangsstadt. Nicht in das Pokémon-Labor. Ernest, you're back. Did you find the thief?